Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Twitch Talk. Mein Name ist Marc Urban. Ihr seid hier auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Follow da oder wenn ihr Prime-Abonnenten seid, könnt ihr auch ein Prime-Abo abschließen. Dann unterstützt ihr uns. Ich spreche heute mit Sven Friedrich. Der ist seit rund 30 Jahren im Geschäft. Erst mit den Dreadful Shadows, danach mit Seraphine und jetzt aktuell mit Solarfake. Und jetzt ist er uns zugeschaltet aus Berlin. Hallo. Hallo Sven, grüß dich. Hi, Tasslin. Wie geht's dir? Ja, gut soweit. Gut soweit. Ja, na klar. Sven, ich nehme zu Anfang direkt mal Bezug auf einen Song von dir. Hm. Ich hoffe, es geht uns keinen Scheiß an, was du denkst. Zumindest jetzt nicht während dieses Interviews. Ja, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Also du wirst uns ein bisschen was erzählen und an alle Leute bei Twitch, ihr könnt gerne in den Chat ein paar Fragen posten. Ich werde die dann ein bisschen filtern und an Sven weitergeben und dann gibt es ein bisschen Interaktion zwischen euch und ihm. Sven, du hast vor ziemlich genau 30 Jahren mit professioneller Musik angefangen. Ich habe es gesagt am Sag Anfang. Sag das doch nicht so. Ist bei mir genauso. So. Können wir ruhig sagen. Wir sind ungefähr eine Liga, glaube ich, was das Alter angeht. Erst Dreadful Shadows, dann Seraphine, jetzt Solarfake. Was ist für dich das Besondere an diesen drei Bands, beziehungsweise an den drei Bands gewesen? Kannst du das beschreiben? Boah, also klar, mit Shadows hat es halt alles angefangen und man hatte zu der Zeit, also gut, ich hatte natürlich vorher auch schon eine Band, aber da mit denen haben wir nichts weiter rausgebracht. Aber aus der sind dann die Dreadful Shadows entstanden und das war halt das erste Mal, dass wir irgendwas überhaupt mit dem Musikbusiness zu tun hatten, dass wir mehr Konzerte gespielt haben, auch mal ins Ausland fahren konnten mit der Band und Konzerte spielen konnten und so. Und ich glaube, bei der Band haben wir wahnsinnig viel Erfahrung sammeln können, alle Musiker miteinander, auch wie eine Band funktioniert in bestimmten Situationen oder in vielen Situationen. Und Seraphine war dann so ein kleines Emanzipationsding meinerseits am Anfang, aber das wurde dann auch, das wuchs dann auch relativ schnell zu einer richtigen Band zusammen, wo wir auch viele Entscheidungen einfach gemeinsam getroffen haben. Also das war jetzt eigentlich mal ein Solo-Projekt. Das sollte eigentlich auch schon ein Elektroprojekt werden ursprünglich, aber dann habe ich doch wieder mit Gitarren angefangen und das war auch gut zu der Zeit. Weiß ich nicht, irgendwann wollte ich dann halt wirklich mal das Elektroprojekt starten und dann habe ich halt mit Solarfake angefangen und da wollte ich dann auch wirklich mal einen anderen Weg gehen und nicht so ein basisdemokratisches Ding machen, sondern wirklich mal so mein Projekt, also so hundertprozentig meins irgendwie und das habe ich bis jetzt ganz gut durchgehalten. So. Ja. Wie hast du denn jeweils gemerkt, wenn eine Band am Ende war oder wenn es keinen Sinn mehr hatte, weiterzumachen? Hast du das irgendwie, wie ist das bei dir hochgekommen? Also wie hast du das gemerkt? Bei Shadows war das ganz irgendwie ein bisschen merkwürdig, glaube ich, weil wir haben irgendwie alle miteinander beschlossen, wir hören jetzt mit der Band auf irgendwie und haben dann Abschiedskonzerte gespielt und so und dann, dann war das irgendwie so und dann habe ich halt Seraphine angefangen und irgendwann, kamen wir auf die Idee, komm, wir spielen noch mal ein paar Konzerte, weil das war ja doch irgendwie ganz cool und dann hat sich aber irgendwie, weiß ich nicht, also das haben wir dann gemacht ein paar Jahre lang und da hat sich dann irgendwann für mich persönlich auch rausgestellt, auch für André, der also mein Keyboarder, Live-Keyboarder bei Solarfake, war ja auch damals schon Gitarrist bei Shadows. Wir beide hatten dann irgendwann wirklich den Eindruck, das ist einfach, die Zeit ist vorbei irgendwie. Also das muss man dann auch irgendwie mal akzeptieren und dann aufhören irgendwie. Und bei Seraphine ist eigentlich dieser Moment noch gar nicht wirklich da, aber wir haben jetzt wahnsinnig lange schon keine Songs mehr gemacht irgendwie, also wirklich so als Band zusammengearbeitet irgendwie. Deswegen ist es da einfach jetzt seit, über 10 Jahren ziemlich ruhig. Aber weiß ich nicht, wir verstehen uns trotzdem alle noch super und es macht tierischen Spaß, auch Konzerte zu spielen irgendwie. Ja, und bei Solarfake habe ich es ja auch quasi selbst in der Hand. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Punkt, dass man den Eindruck hat, dass das jetzt durch ist, das Thema, dass der überhaupt jemals kommt, weil da kann ich es ja so steuern, dass das nicht passiert. Also hoffe ich zumindest. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob Solarfake auch eine Band ist, die auf eine gewisse Zeit angelegt ist, beziehungsweise ob du dir auch vorstellen kannst, nochmal was Neues zu machen, nochmal was ganz anderes. Also
Nee, ich glaube nicht, weil diese Bands waren immer meine Herzenssache. Also das war wirklich immer so ganz wichtig für mich, sowas zu machen. Und ich fühle mich bei Solarfake so wohl, weil ich mich da so komplett verwirklichen kann, dass ich eigentlich alles habe, was ich brauche. Und ich habe tolle Mitmusiker, die mit mir zusammen auf der Bühne stehen und das wirklich toll live umsetzen. Und das ist so eine unglaublich tolle Familie quasi, auch mit der ganzen Crew und so weiter und so fort, dass ich da überhaupt mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass das jemals irgendwie blöd wird oder so, oder dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich brauche jetzt was Neues oder so, weil eigentlich ist das alles perfekt gerade. Du hast ja gesagt, es ist mit der Zeit immer elektronischer geworden. Du hast mit den Dreadful Shadows angefangen, eigentlich als Gothic-Rockband. Dann Seraphine, würde ich mal sagen, ein bisschen elektronischer, so eine, ja, eher so eine Darkwave-Richtung mit ein bisschen Elektronikanteil und dann Solarfake, ein reiner Elektro-Act. Wie kam diese Wandlung? Also kam das auch so aus dir heraus? War das so ein bisschen auch vielleicht an den Zeitgeist angelehnt oder wie hast du diese Wandlungen erfahren? Also, ich mochte Keyboard-Sachen schon immer wirklich sehr. Und wir haben auch damals bei Shadows schon sehr viel eingebaut. Das war, also, meine Shadows ging ja teilweise schon ein bisschen mehr in Richtung Metal und so. Und trotzdem haben wir da sehr viel auch mit Sequenzern und so Zeugs gearbeitet. Klar, bei Seraphine war das immer mehr. Und ich weiß nicht, ich mag das. Also, ich mochte das schon immer. Und weiß ich nicht, kann mich erinnern, dass ich Anfang der 90er irgendwie als das erste Deine Lakaien-Album Dark Star, also das zweite Album, Entschuldigung, als das rauskam, da habe ich die entdeckt, das erste, da war ich noch zu klein. Und das hat mich total fasziniert und dann bin ich da so ein bisschen in diese ganze Schiene reingerutscht, habe es aber nie selbst machen wollen, eigentlich. Das kam dann erst so mit der Zeit, so. Aber ja, keine Ahnung. Okay, wir haben schon die ersten Fragen. Dark Oha. Martens fragt, gibt es noch mehr Kollaborationen als mit In Atem und Faderhead? Wo müsste er noch suchen, wenn er was von dir finden will, wo du noch mitgewirkt hast? Also ich Ach, weiß, je, je. Lord of the Lost ist aktuell noch, glaube ich. Genau. Genau. Das war eine ganz coole Sache. Ich habe bei den Kings Pipers einen Song gesungen, aber ich glaube, der ist noch nicht veröffentlicht. Das ist das ist die Band von einem Dudelsackspieler, also eigentlich so einer der Hauptköpfe von Corvus Corax. Der hat so eine Band, die machen so. Oh Gott, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. So, für mich ist das so was wie schottische Seemannslieder irgendwie. Aber auch so mit Dudelsäcken, logisch, macht ja Sinn. Und da habe ich einen Song mitgesungen und ja, ich weiß nicht so. Ansonsten gibt es ja ganz viele also Kooperationen in Form von Remixen und so. Da habe ich natürlich extrem viel gemacht und so. Und manchmal singe ich dann halt auch ein Stück, zum Beispiel bei Aesthetic Perfection oder so, Never Enough, habe ich einen Remix gemacht und habe dann, wenn sich's anbietet, dann haue ich da einfach auch noch ein bisschen Stimme mit dazu. Oder auch den Comic Rice Remix vom letzten Album, den fand ich auch Ja, sehr gut, ja, sehr tanzbar. ja, 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 genau. Noch eine Frage auch, die dazu passt. Slightly Expired Joghurt fragt, ist es komplett ausgeschlossen, dass ihr jemals Kleiner wieder, Name. ja, ist es komplett ausgeschlossen, dass ihr jemals wieder mit den Shadows ein Konzert spielt? Ich fürchte schon. Ja, Ich okay. fürchte schon. Ja. Wobei André ja mit dir dabei ist bei Solarfake, wäre immerhin schon mal einer, aber die anderen sind nicht mehr dazu zu bewegen oder hast du einfach keinen Bock mehr oder ist es durch das Thema? Ich glaube, das ist wirklich durch. Also ich habe das tatsächlich gemerkt wir haben, ich glaube, 2013 zusammen mit Zeromancer eine Tour gespielt nochmal. Und das war, also da haben, also das ging uns aber allen so innerhalb der Band. Wir haben halt wirklich gemerkt, auf der Bühne, das sollten wir nicht mehr machen. Das ist irgendwie Quatsch. Die Leute sollten das einfach so in Erinnerung behalten, wie es damals war. Und zu der Zeit hat es gut gepasst und das war toll und das hat tierischen Spaß gemacht, aber das ist einfach durch und das macht wirklich keinen Sinn mehr. Ja, genau. Und vermisst du die Gitarren so ein kleines bisschen, oder? Nö. Nee, ich habe ja auch noch Seraphine und da sind ja Gitarren dabei und ich kann ja auch Gitarrenmusik hören. Also das ist ja jetzt nicht so schlimm, aber ich glaube, selbst auf der Bühne. Das ist auch sehr schön, weil das ist sehr leise bei uns auf der Bühne. Gut, wir haben natürlich ein Schlagzeug und so, aber davon abgesehen ist es sehr leise auf der Bühne bei uns. Das ist sehr entspannt eigentlich. Ja. Ich habe es am Anfang gesagt, du bist aktuell in Berlin, was aber gerade eher so ein bisschen Zufall ist, weil du zeitweise auch in Spanien lebst. Warum ausgerechnet Spanien? Wie kam es dazu?
Es ist einfach schönes Wetter dort. Und in der Gegend, wo ich bin, ist im Winter fast nichts los. Da sind keine Leute. Und das mag ich schon sehr. Und das ist, ja, ist einfach toll, tolle Gegend, tolle Menschen dort. Irgendwie, wenn man mal welche trifft, dann sind die sehr nett. Und also das Einzige, was irgendwie ein bisschen nervt, ist, dass da jeder männliche Mensch ab 16 irgendwie Jäger ist. Aber davon abgesehen sind die alle ganz nett. Okay. Bist du in Spanien auch musikalisch produktiv? Also schreibst du da auch Songs und Texte oder ist es dann, Auf jeden Fall. ja, okay. Ja. Also ich mache da, also ich habe da eigentlich so mein kleines Studio eingerichtet und arbeite da auch sehr viel an Musik, ja. Also da hast du halt auch einfach echt Ruhe, ne? Irgendwie so, also gerade jetzt im Winter, im Sommer ist da schon ein bisschen mehr los, aber ja, da bist du echt total allein quasi jetzt so im Winter halt, ja. Und ich habe mal gelesen, dass du die meisten deiner Texte im Wald schreibst. Ist das tatsächlich so? Und ist es heute Ah, noch so? inzwischen. Nicht mehr. Nee, inzwischen nicht mehr. Inzwischen nicht mehr. Also ich gehe trotzdem raus, aber inzwischen reicht es mir, wenn ich mich einfach draußen hinsetze auf den Stuhl und dann reicht mir das irgendwie. Aber früher tatsächlich, früher habe ich fast, also so noch zu Serafin-Zeiten irgendwie, habe ich fast alle Texte mal draußen im Wald geschrieben. Ja, ja irgendwie, weil da, das war das Einzige, wo man so richtig abschalten kann. Aber inzwischen, ja, kann ich auch, schaffe ich das auch so. Also Telefon ausmachen und dann ist man ja weg quasi. Das geht dann sehr gut. Wäre ja in Spanien dann offenbar auch ein bisschen gefährlich, im Wald Texte zu schreiben, wenn da so viele Jäger unterwegs sind. Ja, man sollte nicht sonntags viel im Wald. Nicht gut. Ein wichtiges Stilmittel deiner Musik und deiner Texte ist ja Ironie, auch viel Selbstironie. Das sieht man nicht zuletzt an den Titeln eurer Alben. Meinst du, wir Menschen nehmen uns generell zu wichtig und sehen uns zu sehr als den Nabel der Welt und sollten wir es besser lassen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der Mensch nimmt sich viel zu wichtig und also dafür, dass er sich so toll findet, baut er so viel Mist irgendwie, was irgendwie die Tiere bis jetzt noch nicht geschafft haben. Also irgendwie, ja, finde ich schon. Kann ich direkt so ein Häkchen hintermachen. Du bist demnach also kein Menschenfreund, eher Misanthrop, aber du bist sehr wohl ein Tierfreund, das weiß ich. Du hast selbst einen Hund und Katzen hast du auch, oder? Katzen und jetzt haben wir auch noch zwei Kaninchen aus dem Tierschutz und ja, so viele Viecher. Es ist auch eine Frage im Chat von Ophelia Moon. Sie schreibt, mich würde interessieren, ob du dich für etwas engagierst, für was du privat losgehst. Ja, also Tierschutz auf jeden Fall. Da spende ich regelmäßig und bin jetzt auch schon durch meistens die Distanz. Irgendwie ist es für mich immer schwierig, was tatsächlich aktiv an irgendwelchen Aktionen teilzunehmen. Aber man kann ja spenden. Das hilft ja den Vereinen auch immer sehr gut. Man kann Tiere vermitteln, wenn man die Chance hat. Man kann Tiere aufnehmen für eine gewisse Zeit und das machen wir auch alles. Und genau, also so ein bisschen Tierschutz vor Ort und eben die Vereine, die halt wirklich so wahnsinnig wichtige Arbeit tun, die halt dann finanziell zu unterstützen, das ist halt, finde ich, sehr, sehr wichtig und das, glaube ich, da ist es dann auch gut aufgehoben, das Geld. Und wie machst du das mit deinen eigenen Tieren? Also gerade jetzt so in Bezug auf Reisetätigkeit. Bei Katzen kann ich mir das noch einigermaßen gut vorstellen. Beim Hund ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, oder? Ja, bei Kaninchen wird es, glaube ich, noch viel Ja, noch schwieriger, aber schwieriger. da gibt es zum Glück Leute oder ja, Leute, die dann auch den Hund mal nehmen können, wenn wir weg sind und so. Also das geht schon. Ja. Okay, Die müssen und jetzt, die müssen wir, die Kaninchen haben wir noch nicht so lange. Da müssen wir mal sehen. Irgendwie, also die, ja. Aber das kriegen wir auch hin, hoffe ich. Den Hund hast du wahrscheinlich aber in Spanien dann auch zum Beispiel immer mit dabei, oder? Ja, in Spanien schon, ja. Ansonsten in Auf Tour Deutschland nicht. dann halt nicht, weil da müsste man denn dann mit dem Auto fahren, die ganze Strecke. Das ist, ja, blöd. Was könnte und sollte denn der Mensch von den Tieren lernen? Fällt dir da was ein? Boah. Das ist schwierig, ich glaube. Ich weiß es, ich wüsste ja nicht so genau, ich weiß ja nicht, wo ich da anfangen soll. Also fällt mir wirklich schwer zu sagen. Also, ich glaube, der Mensch ist einfach so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass er irgendwie einfach aus dem Blick verliert, worum es eigentlich geht und auf was für einem tollen Planeten wir eigentlich leben. Und also wenn ich mir zum Beispiel eine Katze angucke, die irgendwie morgens gähnend aufsteht, irgendwie dann mal 3 Schritte nach da läuft, sich mal erstmal hinlegt und ein bisschen schläft und sich dann irgendwie den Himmel anguckt und ein bisschen rumrollt und so,
super, so glücklich wird kein Mensch jemals sein, glaube ich, irgendwie. Und ich glaube, sowas könnte man auf jeden Fall lernen. Also von Katzen auf jeden Fall. Die wenigsten Katzen müssen allerdings mal auch morgens um 8 Uhr zur Arbeit gehen. Das stimmt, ja. Ist auch gut. Ja. Ja, gerade so in puncto Sozialverhalten, klar, kann man sich von den Tieren schon was abgucken, aber es ist, weiß ich nicht, ob man das so Ja. generell auf alle Tiere dann projizieren kann, aber Das ist schwierig, die sind doch ja. zu unterschiedlich. Und ich Ja. meine, natürlich hat auch jeder Tier einen eigenen Charakter. Und man kann das, der Mensch tendiert ja dazu, irgendwie sämtliche Tiere total zu verallgemeinern. Irgendwie bloß weil es eine Katze ist, sind alle Katzen so oder so. Das stimmt aber nicht. Jedes Tier hat seine eigene Persönlichkeit. Und das ist auch mal Zeit, dass die Leute das begreifen irgendwie. Aber ja, mein Gott, vielleicht passiert das ja irgendwann. Und deine Katzen bekommen Bio-Katzenfutter, habe ich gelesen. Ja, Wenn natürlich, möglich. ja klar. Ja. Ja, na klar. Ja, und die Leckerchen vom Hund sind zumindest auch vegan und auch bio und so. Also, ja, klar. Sehr gut. Kommen wir nochmal zu Solarfake. Das aktuelle Album heißt Enjoy Dystopia. Wir leben ja seit 2 Jahren im Prinzip alle in einer Dystopie. Wie sieht dein persönliches Dystopia aus? Was wären die schlimmsten Lebensumstände für dich? Jetzt von denen aktuell mal abgesehen. Ich wollte gerade sagen, keine Konzerte spielen, wobei das ging ja bei uns noch. Also ich glaube, so für mich das wirklich Schlimmste, also jetzt sagen wir mal beruflich, ne, wenn man es jetzt mal auf die Musik bezieht, ist, dass ich irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mehr Musik machen könnte. So, das wäre jetzt so für, sagen wir mal jetzt berufliche sehen, das Allerschlimmste für mich, dass ich irgendwas anderes machen müsste und eben nicht mehr Musik machen könnte. Das ja, wäre furchtbar. Ansonsten so global ist, glaube ich, ja, das ist auch so ein Ding, wo man nicht so richtig weiß, wo man anfangen soll irgendwie. Also das steuert ja gerade in eine Richtung, die mir wirklich unheimlich wird. Und ja, keine Ahnung. Aber vielleicht wechseln wir lieber das Thema. Ja, woran arbeitest du denn musikalisch aktuell? Schon wieder an neuen Liedern für Solarfake? Das letzte Album ist ja gerade ein Jahr alt. Ja, dadurch, dass wir, also ne, normalerweise machst du ein Album, dann dauert es ein bisschen und dann gehst du ja erstmal ausgiebig auf Tour und dieser ganze Plan oder dieser normale Ablauf ist ja so gestört, dass ich jetzt tatsächlich schon wieder angefangen habe, Songs zu schreiben und auch schon ein paar hab fürs nächste Album. Aber wir gehen ja jetzt trotzdem auf Tour. Also ich gehe mal davon aus, dass das dann irgendwie klappt. ja. Genau, also aber tatsächlich, ich habe schon angefangen, wieder Musik zu machen und habe jetzt auch so an ein paar Remixen gearbeitet schon wieder und so. Also ja. Ja, das wäre auch die nächste Frage, was die Tour angeht. Eure Fans fragen sich natürlich, wann kommt endlich das nächste Toilettenvideo? Denn das wäre ja gleichbedeutend mit einem Konzert. Genau. Das letzte ist jetzt von Oberhausen. Wir waren ja im Dezember noch in Oberhausen und haben da so eine Doppelshow gemacht. Ja, ich weiß nicht, es geht jetzt los. Ich glaube, unsere ersten Konzerte sind jetzt erstmal, also das erste ist in Schweden, in Stockholm. Die haben wir jetzt gerade, aktuell gerade alles sehr lockert. Insofern sind wir da sehr zuversichtlich, dass das auf jeden Fall stattfindet. Das ist jetzt noch im März. Und dann sind wir in Malta und dann geht es in Deutschland los, Ende April. Aber klar, durch diese Verschiebung seit 2 Jahren irgendwie, ich meine, seit April 2020 verschieben die Bands ihre Konzerte. Und da hat sich so viel angesammelt, dass es so schwierig ist, irgendwie so mal 2 Konzerte an einem Wochenende zu bekommen, dass sich eigentlich unsere Tour jetzt durchzieht von April, Ende April bis Dezember oder so. Aber so ist es halt. Ist eine sehr lange Tour. Das heißt, wir werden viele Toilettenvideos wahrscheinlich bekommen in den nächsten Wochen und Monaten. Na, ich hoffe. Also ich hoffe, dass das alles so stattfinden kann, ja. Wir haben noch eine Frage im Chat, nochmal von Ophelia Moon. Was ist die eine Sache, die du in deinem Leben auf jeden Fall noch machen willst? Gibt's sowas? Nee, ich glaube nicht, weil, also, ich muss sagen, ich bin eigentlich generell nicht so ein Typ, der sich irgendwas ganz dringend vornimmt, weil, ich weiß auch nicht, ich habe damit, glaube ich, schon längst aufgehört, weil das einfach immer enttäuschend ist, wenn man es dann nicht in irgendeiner bestimmten Zeit schafft oder so. Aber ich muss sagen, alleine durch mein Spielen in Bands habe ich so viele tolle Momente gehabt schon und so viele tolle Leute kennengelernt und auch so, also mein Gott, ich weiß nicht, ich habe mal, also wir haben mit Serafin mal For the Cure gespielt und das sind meine völligen Helden aus der Kindheit irgendwie
und ich habe danach mit Robert Smith sprechen können und so. Und das ist halt so ein Moment, das ist so großartig. Soweit kannst du dir aber nicht vornehmen irgendwie, ne? Das ist halt irgendwie so eine Sache. Und ich weiß nicht, momentan habe ich das Gefühl, das läuft alles gut und das macht alles Spaß und das führt irgendwie mich weiter und das ist gut. Also ich bin eher so ein Mensch, der im Moment das auslebt, was er ausleben kann und ja, nicht irgendwie auf irgendein bestimmtes Ziel hinarbeitet. Okay. Ich hoffe, dass das so noch weitergeht eine Weile. Mal Was ihr ja sehen. verwirklicht habt, ich weiß nicht, ob das ein Ziel war, aber es kam auf alle Fälle sehr gut an, ist euer Podcast, We Talk, Who Cares. Heute ist übrigens die Folge Ja. 77 erschienen, wer es noch nicht Ja. mitbekommen hat. Heute, ihr könnt reinhören, die ist halt heute Morgen online. Habt ihr für den eigentlich ein Skript oder ist es immer komplett frei Berliner Schnauze? Der heute klang Eigentlich schon, so. also ja, der ist so, das ist immer so. Das ist, also wir haben halt ein so ein Dokument, wo wir die ganzen Fragen sammeln, die von den Leuten kommen. Und klar, wir haben ja so eine Rubrik, die nennt sich Ohrenbluten. Das ist, da besprechen wir eigentlich die Plätze 1, 2 und 3 aus den deutschen Albumcharts. Aber manchmal ist das so schlimm, dass man einfach dann ein bisschen auf die nächsten Plätze noch mit ausweicht und so. Aber das ist halt alles lustig. Wir reden ja eigentlich nicht über Musik und so weiter. Also das ist das Einzige, wo wir uns je, also wo sich jeder so ein paar Stichpunkte macht. Aber ansonsten reden wir nur drauf los. Da weiß auch niemand, worüber wir reden. Wir reden auch vorher nicht irgendwie großartig. Einfach damit das frisch bleibt, ne? Damit man nicht irgendwie so sich schon die lustigen Sachen alle erzählt hat und dann ist nichts mehr für den Podcast übrig. Insofern, nö, das passiert einfach völlig ungeskriptet. Ja. Aber das ist auch so. Also, ich weiß nicht, wir haben das ja in der Pandemie angefangen, so tatsächlich im April dann schon. Einfach weil wir ja irgendwie irgendwas machen wollten. Also zum einen zusammen. Also, weil das ist immer lustig, wenn wir in den Bus einsteigen und losfahren zu einem Konzert, dann ist das genau das passiert dann, was wir jetzt im Podcast machen. Und ja, wir hatten halt irgendwie keinen anderen Plan, was wir machen können, was wir regelmäßig machen können. Wir wollten jetzt nicht uns mit Akustikgitarren hinsetzen und ein paar Lieder singen und so, weil das erschöpft sich ja dann doch relativ zügig irgendwie. Und gut, allerdings hatten wir auch nicht gedacht, dass wir jetzt 77 Podcast-Folgen machen und so. Also das, ja, nee, aber irgendwie fanden wir, das ist eine lustige Idee. Man muss sich dann auch nicht so hübsch, also nicht so wie hier, da muss man sich wie schminken und wie schöne Sachen anziehen. Man kann einfach im Schlafi quasi das machen im Notfall. Und ja, das ist eigentlich ganz gut. Und das macht uns tierisch Spaß, also immer noch tatsächlich, selbst nach 77 Folgen irgendwie. Ja, kommt auch gut an. Also hier im Chat sind auch einige Leute sehr begeistert und hier kommt auch eine Frage von Ammerländer, das scheint jemand aus dem Shadowplay-Fanclub zu sein. Hallo, Ah, hallo okay. Sven, wir wollten die Frage eigentlich im Podcast stellen, machen wir es halt heute hier. Hast du auf den Konzerten eigentlich immer einen zweiten oder dritten Rechner dabei, wenn du auf Tour gehst, falls der Rechner abstürzen sollte? Liebe Grüße von Claudia und Michael. Ah, Claudia, Michael, ja, die kenne Okay. ich. Hallo, grüße mich. Ja, wir haben immer einen Ersatzrechner dabei, auf jeden Fall. Also keinen dritten, aber einen zweiten auf jeden Fall. Und das ist Blöde ist natürlich, wenn sowas beim Konzert passiert, dann ist das auch so schnell nicht gelöst. Also dann, ja, dann hast du schon eine Pause auf jeden Fall. Aber ist bisher noch nicht passiert. Und es ist einmal, glaube ich, so im letzten Song der Rechner abgestürzt und dann war halt der Song ein bisschen früher zu Ende. Und ich glaube, in Köln hatten wir auch mal irgendwie Probleme und danach haben wir dann den Rechner ausgetauscht. Aber ja, also wir haben auf jeden Fall immer ein Backup-System dabei. Aber eben, das liegt halt irgendwo im Backstage dann in der Tasche. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dann dauert es halt einen Moment. Ja, das Aber. wäre meine Frage gewesen, ob euch das schon mal passiert ist. Ich habe einige Solarfake-Konzerte schon gesehen, habe es noch nicht erlebt, aber offensichtlich Nee. ist das was, womit man immer rechnen muss. Aber gut, wenn man 100 Konzerte spielt und bei einem passiert es dann mal, ist eine Stelle in der Ja, ich Power. meine, irgendwie, also ich glaube, wir hatten mal richtig Problem bei einem Akustikkonzert 2017 war das, ich glaube, in Hannover. Das war wirklich Wahnsinn. Da hat nichts funktioniert. Also das war die totale Pest irgendwie. Und wir hatten halt den Klick irgendwie auf dem Ohr und der hat immer gehangen und irgendwie lustig so düpp, 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 düpp gemacht und so. Und das war irgendwie alle so, also das waren sehr lange Momente irgendwie. Und ich weiß gar nicht, wie wir aus der Nummer rausgekommen sind. Ich glaube, die Leute fanden es lustig. Insofern, ja. Also passiert halt so. Da hatten wir kein Backup-System dabei. Da musste er irgendwie durch, ja. Probt ihr eigentlich viel vor den Konzerten?
Naja, jeder für sich so. Ja, also wir proben zusammen eigentlich nur, wenn wir die Songs für live erarbeiten, so nach, also wenn neue Songs dazukommen. Oder jetzt, wir hatten ja jetzt so Doppelshows, wo wir sehr viele alte Songs gespielt haben und Songs, die wir eigentlich noch nie zusammen gespielt haben überhaupt. Und da haben wir schon ein paar Mal geprobt und natürlich auch für die Akustiksache und so, immer wenn dann natürlich noch mehrere Musiker dazukommen. Aber ansonsten jetzt so, also wenn die Songs einmal drin sind, dann probt einfach jeder für sich und Songs, die nicht so sicher sind, die spielen wir dann halt beim Soundcheck noch ein, zweimal durch und dann passt es schon. Also dieses klassische Proberaum-Ding, das gibt es wahrscheinlich auch eh gar nicht mehr so in der Form. Und für Elektrobands ist es auch eigentlich nicht angebracht, oder? Naja, also es macht schon Sinn, das mal also das zusammen zu erarbeiten in einem Raum, wo halt auch alle spielen können. Also nicht nur so am Rechner so rum, Sachen rumzuschieben, sondern tatsächlich das zu spielen und zu gucken, wo kann man jetzt doch noch was besser machen oder so. Ansonsten jetzt so dieses in der Übung bleiben, das haben wir, glaube ich, alle mit unseren anderen Bands oft genug gemacht. Also so, dass man sein eigenes Instrument spielen kann. Und die Songs selber spielen kann, das muss man nicht zusammen machen, das kann jeder für sich machen. Und ich glaube, wir sind doch jetzt keine Band, die besonders gerne probt. Also alle Musiker in der Band proben nicht besonders gerne. Insofern lassen wir das mal. Wie ist es denn eigentlich mit Texte vergessen? Es gibt ja immer so einige Bands, da stelle ich immer wieder fest, die wirklich dann bei einem Gig irgendwie einen Text vergessen, bei einem neuen Lied, klar, völlig menschlich, aber teilweise auch bei alten. Wie ist denn das bei euch? Also gerade bei, also jetzt bei dir, bei einem neuen Song, musst du den schon zu Hause mehrfach singen oder hast du diesen Text einfach so lange geschrieben und so oft auch dann gehört, dass du ihn kannst? Ja, meistens ist es so, dass bei den neuen Songs, ne, also gerade nach dem Album, du beschäftigst dich monatelang nur mit den Songs vom neuen Album und die sitzen dann natürlich total gut. Das Problem ist, dass dann die alten irgendwie so ein bisschen rausrutschen und so Songs, wo du denkst, Alter, den spielen wir seit Jahren jedes Mal und auf einmal ist der Refrain weg oder irgendwie die dritte Strophe oder irgend so weiter und du denkst so, Scheiße. Aber das passiert auf jeden Fall. Aber ich hatte früher immer, also ich, meine Jut, ich mache das ja jetzt nun, wie du ja eingangs gesagt hast, schon 2, 3 Tage. Und da hast du natürlich so ein Repertoire, das ist immens. Und ich habe das früher immer so gemacht, dass ich dann so wirklich Zettel ausgedruckt hatte und irgendwann wurden das so viele, dass ich da überhaupt ja nicht mehr durchgeblickt habe, weil ich da immer drüber gelatscht bin, dann war das alles kaputt und dann furchtbar. Und seitdem habe ich so ein Tablet da stehen und da sind die Texte drin und da habe ich immer so einen Spicker und kann immer notfalls mal raufgucken, weil du hast, also das passiert einfach, du hast manchmal einen Blackout, irgendwas lenkt dich ab beim Konzert, irgendwie zum Beispiel, irgendjemand guckt komisch oder so irgendwie und dann denkst du, hä, warum guckt denn der komisch und schon ist der Text weg irgendwie, das ist ganz blöd und dann ist es ganz gut, wenn man da so ein Sicherheitsding hat, wo man drauf gucken kann. Ja. Das mit den Zetteln hat natürlich Peter Heppner perfektioniert. Vielleicht könnte man sich bei dem das irgendwie mal abgucken. Nee, aber Das stimmt, ja. kleiner Rechner, das macht Sinn. Das habe ich auch schon von einigen anderen Bands gehört. Wir haben noch ein paar Ja. Fragen. Eine Userin namens Kleine Gasfrau fragt: Ist es eventuell geplant, den Konzertstream vom letzten Jahr nochmal freizuschalten? Momentan nicht. Ich weiß aber nicht, also ich habe, also, Das ist eine rechte Sache nee, wahrscheinlich auch, also, oder? ja, also ich glaube, das ist alles ziemlich kompliziert. Aber also ich weiß zumindest erstmal nichts davon. Aber ja, vielleicht machen wir mit dem Material noch irgendwann irgendwas, weil das war echt schön. Wobei das, also das war, kann das ja kurz die Leute, und hat ja auch nicht jeder mitbekommen. Wir haben so ein Streaming-Konzert gemacht, allerdings natürlich ohne Publikum, aber sehr, sehr professionell. Und das hat schon auch tierischen Spaß gemacht und ich glaube, das sah auch recht cool aus. Und ich weiß nicht, ja, die haben mir zumindest das Material geschickt. Also ich weiß nicht, wenn man darf, dann könnte man natürlich damit irgendwas machen. Aber andererseits möchte man natürlich auch lieber jetzt dann neues Zeug machen. Ne? Irgendwie so. Also das ist bei mir immer so. Okay, hier kommt auch gerade noch eine andere Frage. Da geht es auch um einen Livestream. Und zwar, genau, der User Sane616 bezieht sich wohl auf diesen Konzertstream, von dem du gerade gesprochen hast, und will wissen, ob es vielleicht nochmal so einen Live-Konzertstream gibt, wie den letzten. Habt ihr sowas in Planung? Klar, ihr wollt natürlich lieber raus und live spielen, wenn es möglich ist, klar. Aber ist das eine Sache, die eine Alternative ist in irgendeiner Form? Ja, also Eigentlich nicht, ich gell? weiß nicht, eigentlich nicht wirklich, weil das ist, also wie gesagt, das war toll und das hat auch wirklich Spaß gemacht, aber es ist einfach so
komisch, wenn du einfach nur vor Kameras spielst und da überhaupt 0,0 Feedback kommt, irgendwie, wenn der Song vorbei ist, irgendwie. Also ich meine, klar, wenn jetzt die Pandemie noch ein paar Jahre dauert und weiter so ist, dass man irgendwie keine Konzerte spielen kann. Wobei, wie gesagt, also wir hatten ja eigentlich, wir hatten ja Konzerte und ich mache dann, glaube ich, lieber im Sommer ein paar Open Airs mit Publikum, auch wenn die halt Abstände halten, einhalten müssen und so, als so Sachen komplett ohne Publikum irgendwie. Also was man machen kann, vielleicht ist irgendwann mal zu kombinieren, dass man einfach Konzerte auch streamt, aber das ist natürlich, wenn du es professionell machen willst und wenn das wirklich cool aussehen soll, ist das halt ein wahnsinniger Aufwand und das ist utopisch teuer und das kriegt man irgendwie wahrscheinlich nie hin, die ganzen Kosten. Insofern, ja, ich bin da ein bisschen zwiespalten. Also, wie gesagt, mir hatte tierischen Spaß gemacht, das kam auch gut an und die Leute mochten es auch, aber irgendwie, ey, mit Publikum ist irgendwie cooler. Na, du kannibalisierst unter Umständen auch dein eigenes Event, wenn du es noch live streamst, weil dann einige Leute halt vielleicht nicht kommen, sondern Ja. sagen, ja, läuft ja im Stream, bleibe ich mal schön zu Hause in der Sofa. Jogginghose. Ja. Genau. Und im Übrigen geht es uns DJs da genauso wie euch Musikern. Also dieses Auflegen ohne Ja. Publikum hier bei Twitch, das ist schon cool, dass man es überhaupt machen kann, aber es ist natürlich was Auf völlig jeden Fall. anderes, weil du siehst niemanden, der tanzt, du siehst niemanden, der Spaß hat, der sich amüsiert. Genau. Das ist Ja. schon eher so die zweitbeste Alternative. Ja, aber immerhin, besser als nichts ist es trotzdem. Ja, Ne? klar. Also. Ist ja gut, dass wir die Möglichkeit überhaupt haben, was zu machen. Und die Leute sind ja auch dankbar. Dann gibt es eine Frage von Genau. Sfilian. Habt ihr eine Lieblingsstadt oder Lieblingslocation bei Konzerten? Muss aufpassen, was du sagst, weil ich glaube, es sind Leute aus ganz Deutschland, aus allen Teilen und auch aus dem Ausland. Also überleg dir gut, was du sagst. Genau, ja. Nee, ich weiß nicht, gibt es tatsächlich nicht. Also das normalerweise hat man immer so bevorzugte Gegenden, wo es halt gut läuft, wo die Stimmung toll ist und so weiter und so fort. Aber das klingt total nach Klischee, aber bei Swoda Fake ist es wirklich immer geil. Und das macht es wirklich unmöglich zu sagen, das ist dort besonders toll, weil das ist wirklich überall toll. Wär. Also das hatte ich bis jetzt auch wirklich bei noch keiner Band. Bei Serafin könnte ich jetzt sofort sagen, naja, München ist nicht so, aber dafür Berlin ist immer toll und so. Bei Solar Fake trifft das einfach nicht zu. Insofern, ja, keine Ahnung. Also wir sind wirklich überall total gern irgendwie und spielen gern, weil das ist immer toll. Also, ja, keine Ahnung. Wir haben ein tolles Publikum Überall. irgendwie. Offensichtlich. Ja, offensichtlich überall. Ja. Und wie ist es mit der Größe der Venues? Also es gibt ja Bands, die, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, sich, sage ich mal, ein bisschen zu fein dafür sind, auch in kleinen Locations zu spielen, wo vielleicht nur noch 100, 150 Leute reinpassen. Ist das für dich eher cool, auch in einer kleinen Location zu spielen, oder magst du schon eher das große Festivalpublikum, wo 8.000, 10.000 Leute vor der Bühne stehen? Also 8.000 bis Ja, das 10.000. hast du ja auch nicht so oft. Nee. Nee, ich weiß nicht. Also, wir spielen ja so in Clubs, die so, weiß ich nicht, zwischen 300 und 1000 Leuten sind. Und das ist eine coole Größe. Das macht total Spaß. Da bist du nicht komplett weit weg irgendwie von den Leuten. Und das macht doch, glaube ich, allen Leuten immer Spaß. Also, das finde ich eigentlich schon ganz toll. Natürlich ist es sehr beeindruckend, wenn du auf einem tollen Festival spielst, wo wahnsinnig viele Leute sind und so. Das ist schon cool. Und ich weiß nicht, gerade so auch im Ausland hast du halt gerne dann auch mal kleinere Clubs, gerade jetzt in Amerika. Wir planen ja gerade eine Amerika-Tour irgendwie wieder. Und da hast du natürlich öfter mal Clubs dabei, wo halt nur 100 Leute reingehen. Und das macht auch tierischen Spaß. Also ich finde immer, also das Wichtigste für mich ist eigentlich immer, dass dieser Funke zwischen Band und Publikum irgendwie ständig hin und her gespielt wird. Und wenn das ist, dann ist der Rest ist total egal. Das abgelaufene Joghurt hat noch eine Frage. Das ist ein geiler Name. Ja, mega. Also passend zu den Gigs und zu den Städten, die wir eben hatten, gibt es eine Stadt, in der ihr noch nicht gespielt habt, aber wo ihr gerne noch hin wollt? Oh, gibt es garantiert. Wir waren zum Beispiel auf unserer letzten USA-Tour, waren wir noch nicht, also nur ganz bisschen an der Westküste. Das kommt aber jetzt demnächst. Insofern bin ich da mal gespannt, also so Los Angeles und auch Seattle und so. Da, genau, also das sind so Gegenden, da würde ich schon gerne mal hin. Und Australien wäre vielleicht mal ganz gut. Also da hätte ich schon auch mal Bock. Aber es ist halt auch ganz schön weit. Ist das realistisch? Also ich kenne ein paar DJs aus Australien, aber ich weiß auch nicht, wie da die Szene so ist. Es gibt ja auch nicht so viele große Städte. Gab es da schon mal Anfragen, Genau. oder?
Nee, Ja. bisher noch nicht, nee. Also, ja, nee, ich glaube auch, das ist irgendwie wahrscheinlich Quatsch. Das wird sich kein Veranstalter leisten wollen bei diesen teuren Flügen und so. Ich glaube, das ist Quatsch. Ja, aber trotzdem, also, es ging ja nur darum, was ich gerne mal machen würde. Also, das wäre sowas. Australien wäre cool, klar. So, Ja. kommen jetzt ein paar Fragen rein. Die Leute sind aufgetaut offensichtlich. Party Nuke-Retter, Nuke-Retter, so muss es glaube ich heißen. Geht wahrscheinlich um den Berliner Nuke-Club. Ja, Wird es auch in sehr gut. Zukunft weiterhin mal einen DJ-Sven geben? Also so generell mal. Sprich, wirst du irgendwann mal wieder auflegen? Ist natürlich schwer zu beantworten, weil momentan wissen wir nicht mal, ob es Konzerte gibt, aber ist, glaube ich, eher Genau. die Frage, ob du Bock drauf hast. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin also zumindest eingeplant für die Pre-Show beim Amphi-Festival mit Ronan Harris zusammen und so. Genau, also das wäre dann so mein nächstes Set. Ja. Der sich ja auch schon seit 2020 immer weiter entschied. Aber klar, das macht Spaß, das ist toll, das macht mir auch immer wieder Spaß, ja. So, dann kommt hier eine Frage von Brauer Uli, die kann ich sogar selbst beantworten. Hi Sven, triffst du die Jungs, wenn du in der Heimat bist? Würde ich jetzt sagen, ja, allein schon, wenn ihr den Podcast aufnehmt. Aber darüber hinaus, trefft ihr euch auch? Privat, ihr und die anderen beiden? Also du und die anderen beiden? Nö. Nö? Nee, Niemals. tatsächlich nicht, weil wir wohnen relativ weit auseinander und den Podcast machen wir auch nicht zusammen. Also, weil den machen wir auch, wenn ich in Spanien bin, zum Beispiel. Den machen wir tatsächlich komplett übers Netz. Nee, also wir treffen uns tatsächlich ja nicht so oft außerhalb von Konzerten. Normalerweise ist es ja auch kein Problem, weil wir spielen normalerweise ja so viel, dass wir uns trotzdem so zwei, dreimal im Monat sehen. Aber ich meine, Jeans, unser Schlagzeuger, kommt aus Leipzig. André wohnt genau am anderen Ende von Berlin. Und da ist das, ja, also klar, manchmal trifft man sich aber eher so, weil man irgendwie noch was organisieren muss oder so. Aber ja, alles andere ist logistisch ein bisschen kompliziert. Okay, ich wäre durch mit meinen Fragen. Von den Leuten kommt auch nichts mehr, wenn ich das richtig sehe. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, Sven. Hat Spaß Ja, gemacht. gerne. Ja, sehr gut. Nett, dass du Mir dir die auch. Zeit genommen hast. Cool. Und Wunderbar. das Video bzw. das komplette Interview wird in den nächsten Tagen dann auf meinem YouTube-Channel hochgeladen. Ihr könnt jetzt weiter noch dranbleiben. Wir bauen kurz um und dann mache ich ein bisschen Musik hier noch. Natürlich auch mit Solarfake. Und Sven, wir sehen uns hoffentlich demnächst bei einem eurer Konzerte. Ja, das hoffe ich auch. Wunderbar. Mach's Bis gut. bald. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.